Mama, warum bist du aufgeregter als ich? Bin ich aufgeregt, die Spitze. Hi Leute, das ist wieder ein neuer Vlog von mir und zwar sind meine Mama und ich gerade auf dem Weg zum Arzt, denn ich lasse mir heute etwas im Gesicht entfernen und zwar waren wir letztes Mal beim Arzt und der hat gesagt, dass ich quasi hier neben der Nase so eine kleine Warze habe und die wollte ich mir wegmachen lassen. Ob ihr das jetzt gut findet, ist mir eigentlich egal, weil das ist mein Körper. Wenn ich mich entscheide, das zu machen, ist das auch wahrscheinlich das Richtige. Und ich habe einfach überlegt, dass ich euch mal mitnehme und vielleicht auch den ganzen Tag so ein bisschen vlogge. Und euch nachher meine Meinung dazu sage und alles Mögliche. Von daher, wenn euch das interessiert, bleibt sehr gerne dran. Oder Mama? Oder auch nicht. Meine Mama hat mir jetzt noch hier so eine Mütze gegeben, weil sie hat mir ja gestern diese kleinen, diese kleinen Zöpfe gemacht, weil ich ja Locken haben möchte. Und damit der Arzt nicht sieht, wie... bestimmt Bombe. Und damit der Arzt nicht sieht, wie kackig ich aussehe, habe ich mir jetzt diese Mütze hier angezogen und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann einfach, weiß ich nicht wann wieder. Ihr seht ja, wie der Vlog einfach weitergeht. Mama, warum bist du aufgeregter als ich? Bin ich aufgeregt, die Spitze. Ah, okay. So, ich bin jetzt wieder draußen. Wir wollten das eigentlich filmen, aber ich glaube, das wäre zu eklig geworden. Ihr seht, ich habe jetzt so drei Sachen machen lassen. Ich drehe jetzt gleich noch ein Ende, wenn ich zu Hause bin, weil es jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen zu laut ist. Und wir haben eine Knolle bekommen. Warum haben wir eine Knolle bekommen? Mom, F ziemlich nach. So, auf jeden Fall. Au! Oh. Ich würde sagen, ich drehe einfach wieder, wenn ich zu Hause bin. Und dann kann ich euch auch so sagen, wie das Gefühl der Spritzen war und alles Mögliche. Also, falls euch das interessiert, könnt ihr gerne dranbleiben. So, ich dachte, ich erzähle euch das Ganze jetzt einfach mal, weil es bestimmt ein paar Leute von euch interessiert. Und ich weiß, dass das Video dann ein bisschen mehr so ein Laber-Video wird. Aber ich glaube, wenn ich hier jetzt sehr viel Musik und Effekte reinschneide, dann ist das Video einfach nicht mehr so ernst. Deshalb, ja. Also ich habe hier zwischen den Augenbrauen ein Muttermal. Und das Muttermal stört mich schon eigentlich seit mehreren Jahren. Ich habe es aber nie weggemacht, weil ich mir selbst immer eingeredet habe, ja okay, es ist ja nur ein Makel. Und warum sollte ich das Makel nicht zum, keine Ahnung, zu was Tollem machen, sage ich mal so. Und ich habe aber für mich jetzt einfach selber entschieden, dass mir das wirklich nicht gefällt und deshalb möchte ich das auch weghaben. Das bedeutet, das hier habe ich ungefähr vor 4 Wochen weglasern lassen mit so einer Laserbehandlung. Und heute haben wir das nochmal nachgelasert, weil man die Pigmente gesehen hat oder so. Und ich hatte hier an der Nase, kann ich ganz offen sagen, hatte ich so eine Warze. Also ich dachte zuerst, das wäre so ein weißes Muttermal, falls es das überhaupt gibt. Und hier unten hatte ich das eben auch. Und das habe ich dann heute entfernen lassen, auch wieder mit einer Lasertherapie oder Behandlung. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Und ja, ich kann einfach nur sagen, falls ihr irgendwie was habt, was euch wirklich stört, lasst euch da auch von keinem reinreden, wenn die irgendwie sagen, ja Leute, das... macht euch doch aus, das macht euch besonders. Natürlich macht mich das aus, dass ich zwischen den Augenbrauen einen Punkt habe, aber das heißt doch noch lange nicht, dass ich damit leben muss und dass ich das nicht wegmachen lassen darf. Und ich habe eben für mich selbst entschieden, dass ich das auf jeden Fall weghaben möchte und deshalb habe ich es entfernen lassen. Jetzt dazu, ob ich Schmerzen gehabt habe. Hierbei, muss ich ehrlich sagen, habe ich nichts gemerkt. Ich habe noch nicht mal gemerkt, dass diese Frau mich angefasst hat und mir dann die Spritze gegeben hat. Ich habe nichts gemerkt. Natürlich auch vom Laser danach nichts, aber nichts, wirklich gar nichts. Anders sah das aber hier unten aus. Also da und da.
Ich muss ja ehrlich sein, weil sonst bringt euch das nichts. Hier hat sie dann mir heute die Spritze gegeben und es hat schon ordentlich gebrannt. Also das war auszuhalten, weil ich bin auch generell sehr schmerzresistent, würde ich sagen. Aber als ich dann die Spritze hier reinbekommen habe, da dachte ich wirklich ganz kurz, okay, es tut schon weh. Und dann ist sie auch immer tiefer mit der Spritze reingegangen und es hat gebrannt, es tat weh, ich wäre am liebsten aufgestanden. Und sie hat auch irgendwie meine Tränendrüse, meinen Tränendrüsenkanal, keine Ahnung, getroffen. Mir liefen dann auch die Tränen runter und alles. Und deshalb habe ich das auch nicht gefilmt, weil es halt viel brutaler aussah, als es eigentlich war. Ich würde sagen, falls euch das interessiert, schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Weil ich würde euch dann eventuell in 4 Wochen nochmal ein Ergebnis zeigen, wie das alles verheilt ist, ob alles super ist und so weiter und so fort. Blend auch Bilder ein. Ich kann ja so, keine Ahnung, alle 2 Tage mal ein Bild machen oder so. Und ja, hab euch lieb, bleibt so wie ihr seid, lasst euch von niemandem verändern und dann sehen wir uns auch schon in meinem nächsten Video. Ciao!